Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Ja, was bin ich so froh? Ja, ich bin wirklich froh. Deswegen nochmal ein ganz dickes Hi ho, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu meinem neuen Projekt. Ja, ich bin gerade so happy und habe so ein breites Grinsen im Gesicht. Denn heute startet bei mir Pillars of Eternity. Ja, auf dieses Spiel freue ich mich schon. Ja, eigentlich freue ich mich schon mein ganzes Leben auf dieses Spiel. Ich wusste es bis jetzt nur noch nicht. Also bis vor einem Jahr, als ich die Ankündigung und alles gelesen habe. Denn Pillars of Eternity ist der geistige Nachfolger von Baldur's Gate. Jedenfalls soll er das sein und ich hoffe so ziemlich darauf. Ich baue felsenfest darauf, dass Obsidian Entertainment hier den Kracher des Jahrzehntes gelandet hat. Ja, man hört mir ja meine Vorfreude schon an. Und ich denke mal, noch ein kurzes Vorwort. Jo. Für alle, die es nicht wissen, Obsidian Entertainment ist das ehemalige Black Isle Studio, die zusammen mit BioWare Baldur's Gate entwickelt haben. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Deswegen bin ich so gespannt auf dieses Spiel. Also, fangen wir ein neues Spiel an. Okay, wir wollen Schwierigkeitsgrad auswählen. Einfach. Der Schwierigkeitsgrad einfach erfordert minimales Micromanagement. Fehler verzeiht Fehler im Gefecht ohne Umstände. Null. Die Schwierigkeitsstufe normal erfordert Strategie und Effizienz, doch sie verzeiht wenige Fehler im Gefecht. Die Schwierigkeitsstufe schwer eignet sich für erfahrene Infinity Engine Spieler, die nach einer Herausforderung suchen. Überleben erfordert Micromanagement und Werteoptimierung durch Gegenstände, Zauber und Fähigkeiten. Das klingt am interessantesten bis jetzt. Pfad der Verdammten. Okay, mit der Schwierigkeitsstufe Pfad der Verdammten erhalten Feinde einen Bonus von 50% auf die meisten Werte und in Gefechten erscheinen mehr Feinde. Diese Option kann während des laufenden Spiels nicht angepasst werden. Nein. Schwer vielleicht? Expertenmodus. Im Expertenmodus werden einige Hilfefunktionen des Spiels deaktiviert. Spieler, die während des Spiels auf ihre eigenen Fähigkeiten und Intuition vertrauen wollen, sollten den Expertenmodus spielen. Diese Option ist ausgewählt, wenn du ein neues Spiel startest. Sie kann im Spiel nicht aktiviert werden und nach der Deaktivierung im selben Spiel nicht wieder reaktiviert werden. Also, wir wollen den Expertenmodus. Eisenurteil. Autsch, also Iron Man Modus. Im Eisenurteil Modus wird nur ein einziger Spielstand für das gesamte Spiel angelegt. Wenn der Spieler getötet wird, wird der Spielstand gelöscht und du musst von vorne beginnen. Diese Option kann während des laufenden Spiels nicht angepasst werden. Nein. Expertenmodus und schwer klingt gut. Weil ich bin es ja so gewohnt, dass ich will jetzt hier nichts Böses nachstellen, aber moderne Spiele sind ein bisschen vercasualt. Also ich habe so das Gefühl, schwer ist einfach Baldur's Gate Niveau. Weil da steht, Überleben erfordert Micromanagement und Werteoptimierung durch Gegenstände, Zauber und Fähigkeiten. Bei normal wird es wahrscheinlich so Trash-Mob-Kämpfe öfter geben. Das will ich mit schwer einfach vermeiden. Also Expertenmodus schwer annehmen. Und wir starten ins Intro. Oder auch nicht. Also ich muss schon mal sagen, der Artwork, den ich bis jetzt gesehen habe, hier im Hauptmenü, gefällt mir sehr gut. Okay, es lädt schon mal. Und es lädt immer noch. Naja, okay.
Five wagons grope blindly for the path on a starless night, their master glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Okay, wir kommen als neuer Siedler oder Söldner in einer neuen Stadt an. Ich hoffe mal, die Musik war jetzt nicht zu laut, dass man den Sprecher nicht hören konnte. Ich habe die Musik nämlich extra etwas leiser gedreht und Dialoge alles auf laut gelassen. Wenn nicht, stelle ich die Musik gleich nochmal etwas leiser. Ich hoffe, man konnte es trotzdem verstehen. Okay, also der Intro-Text, ganz klassisch Baldur's Gate-mäßig, was ich schon mal toll finde. Okay, Charaktererstellung. Geschlecht, Rasse, Klasse, Attribute, Kultur, Erscheinungsbild, Stimme, können wir alles machen. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen männlich. Du siehst ein bisschen grimmig aus. Rasse. Möchte ich für das erste Let's Play einen Zwerg. Wie sieht ein weiblicher Zwerg aus? Bartlos. Ist schon mal schlecht. Okay. Rasse Zwerg. Weiter. Wir können zwei verschiedene Unterrassen wählen. Okay, wir gehen noch mal kurz zurück. Weil ich möchte das ja anständig machen. Ich bin schon so Feuer und Flamme auf das Spiel, dass ich nachlässig werde. Deswegen gucken wir erstmal, was für Rassen wir haben. Mensch. Menschen, gewöhnlich Volk genannt, sind hier am weitesten verbreitete Rasse im Dürrwald. Hä? Dürrwald, eine koloniale Nation, die von Siedlern aus nahen dürnischen Reichen gegründet wurde. Nach einer Reihe von Konflikten mit Idir erlangte das Gebiet im Jahre 2672 AI seine Unabhängigkeit. Heute herrscht ein Duke über das Land, der von 7 Grafen gewählt wird, welche seine Grafschaft überwachen. Wow, das ist schon mal sehr nice, dass sie solche Tooltips hier reingebaut haben. Also das wird hoffentlich mit im Expertenmodus gemeint sein. Dass bestimmte Tooltips jetzt einfach nicht eingeblendet werden. Zwar solche hier wie Entschlossenheit und Macht. Das sind wohl Attribute. Aber gerade solche Hintergrundinformationen finde ich sehr nice, dass sie das reingemacht haben. Im Reich Idir in Altweiler. Also die weitest verbreitete Rasse in dem Gebiet. Und in den Weilianischen Republiken. Auch wenn sie nicht so groß sind wie die gewaltigen Aumauer, sind Menschen für ihre Stärke und Willenskraft bekannt. Okay, dann haben wir die Aumauer. Oh, ihr seid ein bisschen größer, ja. Die mächtigen Aumauer sind die größte der Rassen der Gestandenen und können gewöhnlich in oder in der Nähe von Ozean gefunden werden. Ja, ihr seht mir so ein bisschen aus. Ne, ich sag mal lieber nichts, wie die aussehen. Auch wenn ich wirklich aquatisch, also Wasser, die leben nicht wirklich im Wasser, haben sie eine Affinität zum Wasser. Und viele ihrer Zivilisationen, wie die Rautai, basieren auf der Herrschaft über See. Sie sind bekannt für ihre beispiellose Stärke. Macht plus 2. Zwerge. Nach besiedelter Fläche und der Anzahl von Kolonien sind Zwerge die am weitesten verbreitete Rasse der Welt. Ich mag die Welt schon mal sehr. Gewöhnlich findet man sie im Dürrwald. Okay. Den Weihaischen Republiken und fast jedem kolonisierten Land. Zwerge sind für ihre große Stärke und Zähigkeit bekannt. Gewandtheit minus 1.
ist okay. Elfen, natürlich die Elfen. Elfen sind die dominante Rasse in Erglanfad und in das ewige Weiß. Ah ja, also das Gebiet heißt das ewige Weiß. Und in dem Dürmfahrt und in Idir extrem verbreitet. Elfen sind für ihre Geschwindigkeit und ihre Intelligenz bekannt. Sowie für ihre gewöhnlich zurückgezogene Art. Gewandtheit, Wahrnehmung. Orlana. Klein und putzig. So eine Art Hobbit mit Spitzohren. Orlana sind die kleinste der Rassen der Gestandenen, obwohl viele Kulturen sie überhaupt nicht als zivilisiert betrachten. Orlana stechen auch wegen ihrer großen Ohren, ihrer zweifarbigen Haut und ihrer behaarten Körper hervor, und man findet sie gewöhnlich in Erglanfad, den Ixamtil-Ebenen und Teilen des Dürrwaldes. Sie sind bekannt für ihre mentale Stärke und ihre Schnelligkeit. Entschlossenheit macht Wahrnehmung. Haut. Schadensarten, ah ja. Das ist nicht so wichtig. Erglanfad. Ein Gebiet, das aus dem Wald südöstlich des Flusses Beil besteht. Bevölkert von einer Gruppe lose verbundener Stämme, die gemeinsam als Glanfatana bekannt sind. Ein Rat der 6 mächtigsten Stämme regiert das Land. In Erglanfad befinden sich zahlreiche Ruinen, engwiftanischer Stätten, die für die Glanfatana heilig sind. Die Ruinen sind immer wieder Gegenstand schwerer Konflikte mit den Kolonisten aus dem Dürrwald, deren Siedlungen oft auf glanfatanischem Gebiet liegen und die Ruinen auf der Suche nach Relikten plündern. Okay, gottähnlich. Das soll gottähnlich sein, das kommt, sieht eher aus wie eine Art Tiefling. Oder ist das der Helm, den der trägt? Auf jeden Fall wabbert er komisch. Die Gottähnlichen sind Kinder der gestandenen, zivilisierten Rasse, die mit den körperlichen Aspekten gesegnet worden sind, die mit den Göttern assoziiert werden. Auch wenn manche dies nicht als Segen betrachten. Diese Aspekte können viele Formen annehmen und stehen oftmals mit mystischen Kräften in Verbindung. Die meisten Gottähnlichen haben eine ungewöhnliche Körperform und können daher keine schützende Kopfbedeckung tragen. Hörner. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Natur und ihrer Unfähigkeit, sich zu reproduzieren, werden die Gottähnlichen oftmals mit Furcht und Bewunderung betrachtet. Gewandtheit, Intelligenz. Ah ja. Todgottähnlicher, Feuergottähnlicher, Mondgottähnlicher und Naturgottähnlicher. Seitdem würde ich übel, wenn ich hier nicht zu jeder Unterrasse die Texte vorlese. Wir gucken nur mal, was es so gibt. Sesshafte Orlane und wilde Orlane. Ja, du siehst wirklich wild aus. Elfen gibt es. Waldelf und Bleichelf. Okay, Bleichelf sieht ein bisschen dunkelelfmäßig aus. Zwerge. Können wir gleich gucken. Menschen gibt es, das Weidevolk, das Ozeanvolk, ja, und das Savannenvolk. Komisch, dass das Ozeanvolk dunkelhäutiger ist. Und am Mauer gibt es die Küsten und die Insel am Mauer. Ah, die sind nicht mehr so blau. Okay, wir wollen aber einen Zwerg. Gebirgszwerg oder Nordzwerg haben wir. Bergzwerge stammen aus der Region östlich des Dürrwalds und haben sich in dieser Gegend mehrmals ausgebreitet. Anders als die ebenso sehr kleinen Orlane, die regelmäßig unterjocht werden, haben die Abtapo, also die Bergzwerge, bedrungen durch größere Gestandene immer direkt zurückgeschlagen und sich dazu entschieden, ihre Wohnorte zu befestigen, statt weiterzuziehen. Bergzwerge sind in den Valianischen Republiken verbreitet, im Dürrwald und in Wheatkeras. Wheatkeras, Dürrwald, lesen wir es hier weiter, werden sie jedoch nicht so häufig gesehen. Also im Dürrwald und in Wheatkeras werden sie nicht so häufig gesehen. Gesund und zäh, Bergzwerge erhalten einen Bonus auf die Verteidigung gegen Gift- und Krankheitsangriffe. Wheatkeras. Dürrwald nach beim Norden. Wheatkeras ist eine Nation, die fest in ihrem eotasianischen Glauben verwurzelt ist. Begonnen hat dieser Eifer während des Krieges des Heiligen
Und selbst nachdem Eotas offenbar tot ist, lässt er nicht nach. Okay, Nordzwerg. Die meisten Nordzwerge Enotanik leben auf der abgeschiedenen südlichen Insel von Nasitak, wo sie die felsige Tundra und die schneebedeckten Wälder mit den eingewanderten Bleichelfen und den küstenerfahrenen Schiffen der Aumauer teilen. Wie ihre nördlichen Vettern teilen die Enotanik eine instinktive Liebe für Erkundung. Nordzwerge sind in den Valianischen Republiken einigermaßen verbreitet. Im Dürrwald trifft, okay, das ist hier jetzt wohl wahrscheinlich etwas falsch gewählt, weil der Treffer auf den Angriffswurf, also auf den Kampf bezogen ist, trifft man sie jedoch seltener. Instinkte des Jägers. Nordzwerge erhalten plus 15 Genauigkeit im Kampf gegen Wesen der Kategorie Wilde oder Primitive. Das macht sie mir fast schon etwas sympathischer als die Gebirgszwerge. Vor allem klingt das gut, südlichen Insel von Nasitak, wo sie die felsige Tundra und die schneebedeckten Wälder, also schneebedeckte Wälder und felsige Tundra. Und die hier stammen, naja, aus dem Gebirge. Schwere Entscheidung. Stylischer, dafür Gift- und Krankheitsbonus. Ene, mene, mane, hu, und raus bist du. Okay, den Weingebirgszwerg einfach mal ganz klassisch. Okay, Klassen. Das sind ein paar mehr. Gucken wir sie uns mal erstmal alle durch, wie sie so auf. Oh ja, das Medium mit einem riesen Langschwert. Kämpfer, Paladin. Paladin, Waldläufer mit einem Bogen, Zauberer. Mit einer Keule, ein Sänger. Mit einer Axt. Druide mit einem Säbel und einem süß. Mönch natürlich ohne Waffe. Priester und Schurke. Jo. Also Baba. Rohlinge, wahnsinnige Berserker. Klingt schon mal toll. Obgleich Stadtbewohner den Begriff Baba oft mit einer Dosis Respektlosigkeit verwenden, werden die ländlichen Kämpfer von ihren Gemeinschaften für ihre Wildheit und ihre furchterregende Erscheinung auf dem Schlachtfeld respektiert. Barbaren spielen in manchen Kulturen eine spezielle, beinahe religiöse Rolle. Vielerorts ist der undisziplinierte, furchtlose Stil des Barbaren jedoch einfach die Art und Weise, wie Kämpfer sich verhalten. Fähigkeiten. Anfängliche Fähigkeiten. Blutbad. Wenn der Barbar mit einem Nahkampfangriff trifft, führt er automatisch Angriffe mit verringertem Schaden auf alle Feinde in einem geringen Umkreis um das Ziel herum aus. Böse. Athletik plus 2, Überleben plus 1. Ausdauer, Gesundheit. Ist sechsmal die Ausdauer. Ich kriege also am Anfang kriege ich. Ja. Ist egal. Ist schwierig zu rechnen, also 25 plus die Stufe, Genauigkeit, Durchschnitt, Abwehr 15 niedrig, okay. Also ja, wenn die Ausdauer steigt, steigen automatisch die Lebenspunkte auch. Und zwar steigen sie immer um 16 mal 6, weil meine Ausdauer pro Level um 16 steigt. Gut, Medium. Medien sind im östlichen Abschnitt erst seit kurzem bekannt. Vor den Glanfatanern wurden sie einst als Brishwalgwin, Verstandsjäger, bezeichnet. Medien haben die Eigenschaft, sich mit der Seele und der Psyche einer anderen Person zu verbinden und sie zu manipulieren, indem sie sich der Essenz eines Verbündeten oder eines Feindes bedienen, um ihre Magie zu fokussieren. Auch wenn die meisten Medien immer noch im östlichen Abschnitt anzutreffen sind, haben sich Praktizierende dieser Technik in der ganzen bekannten Welt verbreitet. Sie werden nach und nach akzeptiert, ihnen wird jedoch gewöhnlich nicht vertraut, besonders nicht vor den Ungebildeten. Anfängliche Fähigkeit. Medien können Verbündete und Feinde unmittelbar mit mächtigen Seheneffekten belegen. Diese Kräfte kosten Fokus, welche Medien durch den Einsatz ihrer Seelenpeitsche aufbauen. Klingt schon mal übel.
Heimlichkeit, Wissen, Mechanik, Ausdauer, Gesundheit, ja. Also die Werte darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Sehr niedrig, Gesundheit niedrig, Genauigkeit, Abwehr, okay. Kämpfer. Im gesamten östlichen Abschnitt bilden Kämpfer die vorderste Front disziplinierter Armeen, obwohl sie am häufigsten in Kulturen anzutreffen sind, die eine organisierte Kriegsstruktur aufweisen können. Können Kämpfer auch als Söldner, Leibwächter und bei anderen Söldneraufgaben gesichtet werden. Das gemeinsame Element, das Kämpfer vereint, ist ihr starker Fokus auf Ausdauer und Nahkampfverteidigung. Anfängliche Fähigkeit, konstante Erholung. Kämpfer regeneriert während des Kampfes mit bescheidener Rate kontinuierlich Ausdauer. Athletik plus 1, Wissen plus 1 überleben. Ausdauer hoch, sehr hoch, sehr hoch. Also der ist eine reine Kampfmaschine, der Junge. Paladine sind kriegerische Fanatiker, die sich einem Gott, einem Herrscher oder sogar einer bestimmten Lebensweise widmen. Fanatiker, das klingt schon mal etwas abwertend. Man findet sie in jeder Kultur, wo fanatische Gruppen gleichgesinnter Individuen eine Kriegergesellschaft gegründet haben, die sich ihrer Sache verschreibt. Unter jenen, die sich nach ihrer Weltanschauung ausrichten, werden Paladine mit Respekt und Bewunderung betrachtet, aber auch mit etwas Angst. Viele Paladine haben in Armeen und Söldnergesellschaften Führungspositionen inne. In der Hitze des Gefechts übergeht ihr Fanatismus jedoch oftmals die Befehlskette und den gesunden Menschenverstand. Warum muss das so abwertend klingen? Ich mag Paladine eigentlich. Ja, anfängliche Fähigkeit, Glaube und Überzeugung. Paladine besitzen einen natürlichen Bonus auf alle ihre Verteidigungen. Im Laufe des Spiels kann der Wert dieses Bonus sich verändern, basierend darauf, wie sehr der Ruf des Paladins mit dem von seinem Orden bevorzugten Verhalten im Einklang steht. Okay, das klingt schon mal ziemlich kompliziert und das gefällt mir. Athletik und Wissen, hoch, hoch, Durchschnitt sehr hoch. Also ja, Paladine sind richtige Tanks. Genauso wie die Jungs hier. Weitläufer. Hey, der sieht eigentlich ganz cool aus, so ein Bogen. Weitläufer sind Kämpfer aus dem Waldland und Meister der Jagd. Immer in Begleitung von seelengebundenen tierischen Gefährten findet man sie in wenigen Gebieten auf der ganzen Welt. Da ihr Lebensstil oftmals in Richtung Unabhängigkeit und Isolation tendiert, ist es selten, dass Weitläufer zu einem integralen Bestandteil großer Streitkräfte werden, auch wenn sie oft als Aufklärer und Führer eingesetzt werden. Anfängliche Fähigkeit. Alle Waldläufer besitzen eine starke Verbindung zu einem tierischen Gefährten. Der Gefährte folgt im Kampf dem Befehl des Waldläufers und ist äußerst wertvoll, da er ihm den Rücken frei hält. Tierische Gefährten verursachen nur wenig Schaden, besitzen aber eine hohe Schadensreduktion. Das Band zwischen dem Waldläufer und dem Gefährten ist stark, wenn der eine im Kampf fällt, leidet auch der andere. Klingt schon mal interessant. Heimlichkeit überleben. Ausdauer niedrig, Gesundheit hoch, Genauigkeit sehr hoch, Abwehr hoch, okay. Zauberer, die Meister der gelehrten Magie. Zauberer sind Schüler von geheimnisvollen Traditionen, die bis jenseits der aufgezeichneten Geschichte zurückreichen. Zauberer sind eine höchst organisierte Gruppe, die oftmals Akademien oder Gilden bilden, die sich der Forschung und der Ausbildung des magischen Studiums widmen. Sie bevorzugen dabei Umgebungen, in denen Nachforschungen, Experimentieren, Debattieren und die Verbreitung von Wissen gefördert wird. Viele ausgebildete Zauberer wurden schließlich für ihre Exzentrik, ihr Ego und ihr unstillbares Interesse an geheimen und okkulten Dingen bekannt. Anfängliche Fähigkeit, Arkaner Angriff. Angriff mit mittlerer Reichweite, der in einem kleinen Bereich reinen Schaden anrichtet und Ziele mit dem Status benommen belegen kann. Und er hat mehrere Fähigkeiten. Zauber. Zauberer haben Zugang zu verschiedenen Angriffs- und persönlichen Verteidigungszaubern. Im Gegensatz zu Priestern und Reden lernen Zauberer einzelne Zaubersprüche, die sie in ihren Zauberbüchern notieren oder direkt von dort aus wirken. Zauberbücher können nur jeweils 4 Zaubersprüche jeder Stufe beinhalten, weshalb Zauber mehrere Zauberbücher für unterschiedliche Bedürfnisse
mit sich tragen. Bei jedem zweiten Stufenaufstieg erhalten Zauberer Zugang zu neuen Zaubern. Allerdings können sie bei jedem Stufenaufstieg automatisch einen Zauberspruch einer beliebigen Stufe lernen, zu der sie bereits Zugang haben. Zauberer können außerdem Zaubersprüche aus Zauberbüchern lernen, die sie finden oder kaufen. Anfänglich können sie ihre Zauber nur begrenzt auf pro Ruhephase einsetzen. Wenn die Zauberer mächtiger werden, gehen ihre schwächeren Zauberer nach und nach zu einem Limit pro Begegnung über. Okay, das finden wir nachher noch alles heraus. Sehr niedrig, sehr niedrig, sehr niedrig, ist klar. Sänger. In jeder Kultur in Eroa gibt es Sänger. Viele Historiker betrachten den Sänger als ältesten Beruf, der mit Magie arbeitet. Also eigentlich ein Barde. Seine heiligen Redewendungen ergreifen das kollektive Gedächtnis verirrter Seelen um ihn herum und überwältigen sie in einer Art Nachahmung dazu, magische Effekte zu generieren. In manchen Gesellschaften bilden Sänger organisierte Gruppen von Geschichtenerzählern und Forschern. In den meisten Teilen der Welt sind sie jedoch bloß ein altehrwürdiger Teil der lokalen Volkstradition. Anfängliche Fähigkeiten, Phrasengesänge. Alle Sänger können kontinuierlich Gesänge sprechen, oder singen besser gesagt, die aus magischen Phrasen bestehen. Phrasen lösen passive Effekte aus, helfen die Energie des Sängers aufzubauen, bis er eine Beschwörung einsetzen kann. Beschwörungen, mächtige magische Effekte, die das Sänger auslösen können. Wenn sie durch ihre Gesänge die benötigte Anzahl an Phrasen gesprochen haben, okay. Wissen, Mechanik, niedrig, niedrig, Durchschnitt, sehr hoch. Druide mit Säbel und Buckler. Als Animisten im Herzen zapfen Druiden jene spirituelle Kraft an, die durch die einfachen lebenden Dinge in Eora strömen. Pflanzen, Tiere und manchmal sogar lebende Steine. Obwohl nicht unbedingt religiös, wären Druiden die natürliche Welt und haben ein leidenschaftliches Interesse, ihre Mysterien zu verstehen. In den meisten Kulturen werden Druiden als eine Art Urmagier verstanden. Unter den Glanfatanern, den Nasitakis und vielen ländlichen Kulturen können sie jedoch hohe Positionen mit Einfluss und Autorität einnehmen. Anfängliche Fähigkeiten. Geisterwandel. Alle Druiden haben eine animalistische Gestalt gemeistert. Diese Gestalt verleiht den Druiden starke Nahkampffähigkeiten. Außerdem besitzt der Druide in seiner tierischen Gestalt eine weitere Fähigkeit. Zauber. Der Druide hat Zugang zu verschiedenen Angriffs- und einigen Unterstützungszaubern. Bei jedem zweiten Stufenaufstieg erhält der Druide automatisch Zugang zu neuen Zaubern. Anfänglich können sie ihre Zauber nur begrenzt oft pro Ruhephase einsetzen. Wenn der Druide mächtiger wird, gehen seine schwächeren Zauber nach und nach zu einem Limit pro Begegnung über. Was das auch immer heißt. Niedrig, niedrig, sehr niedrig, hoch. Mönch. Mönche gehören zu einer Vielzahl von Kampforden, die in den letzten Jahrhunderten in Ixamitil und im östlichen Abschnitt entstanden sind. Obwohl viele klösterliche Orden ihre Lehren bis auf ihre beständigen Gründer Tletak zurückverfolgen können, variieren in individuellen Orden in ihrem Schwerpunkt ihre Moral und ihre Ethik stark. Also ja, dieser Tletak hat die Orden gegründet und die haben sich dann halt angepasst an die Umgebung sozusagen und sich weiterentwickelt. Das gewöhnliche Volk respektiert die unglaubliche Disziplin der Mönche, betrachtet sie jedoch als eigenartigen, unberechenbaren Bund, der möglicherweise nicht bei völliger geistiger Gesundheit ist. Ja, solche Mönche im Fantasy-Spielen kämpfen mit den Fäusten und zerdeppern Felsen mit dem Kopf. Selbst Söldner und andere Abenteurer wissen nicht, was sie von ihnen halten sollen. Anfängliche Fähigkeit, überweltliches Leiden. Wenn Mönche keine Waffe ausgerüstet haben, sind ihre unbewaffneten Angriffe außergewöhnlich mächtig und ihr Schaden erhöht sich mit jedem Stufenaufstieg weiter. Also ja, bum bum. Wunden. Wenn ein Mönch einen Schaden erleidet, lässt ihr Schmerz Wunden entstehen. Wunden dienen für viele Spezialfähigkeiten des Mönchs als Energiequelle. Okay, da ist so eine, ich steck Schaden ein, Klasse, okay. Klingt eigentlich auch sehr interessant. Ausdauer, alles sehr hoch sogar. Priester. Priester sind Anhänger von Eoras Gottheit und praktizieren religiöser Magie.
Obwohl alle Priester sich einem spezifischen Gott widmen, rührt die tatsächliche Kraft des Priesters von seinen persönlichen Überzeugungen her. Im Gegensatz zu den meisten Paladinen tendieren Priester dazu, sich auf Philosophie, Lehre und die Beziehung zwischen religiösen Organisationen und dem gewöhnlichen Volk zu konzentrieren. In jedem beliebigen Teil der Welt hängt die Aufnahme von Priestern sehr stark davon ab, wie ihr Gott von der dort ansässigen Menschen verehrt oder verschmäht wird. Anfängliche Fähigkeiten. Heiliger Glanz generiert eine bescheidene Menge an Ausdauer für Verbündete in der Nähe des Priesters. Alle feindlichen Besessenen im Wirkungsbereich erleiden Verbrennungsschaden und werden möglicherweise verängstigt. Besessene klingt irgendwie nach Untote oder so. Im Laufe des Spiels kann die Macht dieser Fähigkeit sich verändern, basierend darauf, wie sehr der Ruf des Priesters mit dem von seiner Gottheit bevorzugten Verhalten im Einklang steht. Zauberpriester haben Zugang zu ihren verschiedenen Unterstützungszaubern und einigen Angriffszaubern. Bei jedem zweiten Stufenaufstieg erhält der Priester automatisch Zugang zu neuen Zaubern. Anfänglich können sie ihre Zauber nur begrenzt auf pro Ruhephase einsetzen. Wenn der Priester mächtiger wird, gehen seine schwächen Zauber nach und nach zu einem Leben pro Begegnung über. Niedrig, sehr niedrig, jo. Schurke. Schurke sind heimtückische Mörder, die für ihre Brutalität, für die Brutalität ihrer Angriffe gefürchtet werden. Ja, typisch. Oft findet man sie in dunklen Seitengassen, aber auch im Herzen von Scharmützeln auf dem Schlachtfeld. Oder in der nächsten Taverne. Obgleich unberechenbar und undiszipliniert, werden Schurken oft als Stoßtrupp oder als Teil eines Überraschungsangriffs eingesetzt, bei dem ihre vernichtenden Angriffe die gegnerischen Reihen und deren Moral durchbrechen. Schurken tendieren dazu, sich in großer Zahl in den Städten zu versammeln, wo sie stets als Söldner oder als Schläger angeheuert werden können. Anfängliche Fähigkeiten: Schleichangriff erhöht die Waffenangriffe des Schurkens im Fern- und Nahkampf um einen Bonusschaden, wenn das Ziel mit einer der folgenden Wirkungen belegt ist: geblendet, flankiert, humpelnd, gelähmt, versteinert, niedergeschlagen, bewegungsunfähig, betäubt oder geschwächt. Autsch. Wird auch auf jedes Ziel angewandt, das der Schurke innerhalb der ersten zwei wird auch auf jedes Ziel angewendet, dass der Schurke innerhalb der ersten zwei Sekunden des Kampfes mit einer Waffe trifft. Heimlichkeit, Mechanik. Ja gut, was nehmen wir? Kämpfer, Paladin, Waldläufer, Priester? Ich bin irgendwie dazu tendiert, den Waldläufer auszuprobieren. Der gefällt mir irgendwie vom Style her, wie der aussieht. Paladin, der trägt so eine spanische Konquistadorenrüstung. Kämpfer wäre eigentlich so der Standard. Kämpfer oder Waldläufer? Ich weiß nicht. Ist ja immerhin das erste Spiel.